So, willkommen hier am Sambica Beach. Oder besser gesagt, vom Wasser. Ja, wenn man hier mal so richtig relaxen will, heute zum Sonntag, Ende Oktober, wo es draußen so viel Action gibt. Ja, kann ja sich mit dem Bananenboot ziehen lassen und verschiedene andere, so eine Art Couch, die hinter einem Boot hinterhergezogen wird. Hinter mir wütet das Boot gerade. Ja, also das könnte wegen mir hier ruhig weggelassen werden, aber gut. Ja, manche haben ja einen Spaß dabei. Ne? Ansonsten aber herrlich eingerahmt. Man sieht es hier von diesen tollen Bergen im Hintergrund, die die kleine Sambica-Bucht hier umschließen. Was heißt klein? Das ist schon recht angemessen groß. Ganz oben auf dem Berg hinter mir ist noch eine Kapelle. Ja, kann man hochkraxeln. Ein sehr steiler Weg und einen wundervollen Blick auf die Bucht hier unten. Ja, also Sambica hier ein weiteres wundervolles Badeerlebnis. Auf Rodos! Ich bin jetzt ganz hier hochgekraxelt auf eine der Monsterdünen, die sich rechts und links der Bucht hier von Sambica erstrecken. Man sieht hier traumhafter Ausblick, ja, auf diesen sichelförmigen, wunderschönen Strand. Und der Sand hier auch, wenn man sich mal so runterzoomt, ja, eine Beschaffenheit. Wahnsinn, ne? Wie feinster Puderzucker semmelt sich der Sand durch meine Hände hindurch. Eine halbe Stunde vom Sonnenuntergang wird das Ganze in ein schönes Licht getaucht. Das ist also hier ein absoluter Traumstrand an der Ostküste von Rodos.